Hallo zusammen, willkommen bei einem neuen Livestream. Heute ist es mal nicht der FS 2020, sondern ich bin mal endlich nach vielen Jahren wieder mit Jonas unterwegs und wir wollen ja ein bisschen Battlefield 4 spielen. Ein bisschen als wieder reinkommen ins Gaming und nachdem wir jetzt so lange nicht miteinander gequatscht haben, auch das einzige Game, was wir zusammen zocken können. Moin Jonas. Hallihallo zusammen. Lange nicht gehört. Oh ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich schon mega lange her, dass wir zusammen mal was gezockt und gestreamt haben. Ja, herzlich sehr willkommen schön zu einer neuen Runde Minecraft auf unserem Server. Ja, ich erinnere mich auch mit sehr vielen Schmerzen daran, wie stark ich immer Kram moderiert habe. Probiere mich in der Hinsicht immer jetzt ein bisschen mehr zurückzuhalten. Weiß ja nicht, was du so machst, aber ich gehe mal in-game. Ja, ich will nur hoffen, dass ich zumindest für die eine Waffe, die ich habe, ein bisschen... Alter, was geht denn hier ab? Also ich habe ja eben gesagt, ich hätte 40 Battle Packs, ne? Ja. Das stimmt gar nicht. Sind's mehr? Ja. Ja, okay, gut, dann hast du natürlich auch was zu tun. Aber jetzt hab ich nur noch 3 Stück. Nee, 4. Ich muss jetzt auch erstmal wieder ein bisschen reinkommen in das Spiel. Wann hast du das denn zuletzt gespielt? 2-3 Monate. Ich habe tatsächlich relativ viel Battlefield 4 gespielt mit jemandem von meinem Battlefront-Discord. Und ich bin natürlich wie der größte Noob wieder unterwegs mit einem Infrarotvisier. Ja, das ist auch das einzige Visier, was freigeschaltet ist für die Waffe. Die spielen wir. Egal, wir spielen das jetzt. Ja, okay, super. Also das heißt, du hast ein bisschen was aufgemacht. Ja, ja. Da hinten ist einer. Wow, Granatenwerfer sind hier am Start. Das hat wehgetan. Hinter uns. Ja, ich bin schon tot. Eigentlich ist das hier eine Map, die ich nicht so häufig spiele. Weil sie einfach nur kacke ist, aber wir haben nicht wirklich so eine riesige Auswahl, muss ich sagen. Wenn wir ohne DLCs spielen. Ja, wie gesagt, also die Map, die wird deine Frustrationstoleranz wahrscheinlich ein bisschen austesten. Ich spawn mal bei dir. Ja. Ich gehe ja ganz behutsam vor. Ja. Es ist eigentlich fast egal, wie du hier vorgehst. Es ist, Achtung. Bei mir, wo ich gestorben bin. Links am Fenster. Also unten. Oh, okay. Ich habe hier oben halt die Party bei mir. Ja. Ah, hinter mir jetzt natürlich. Klar, das waren die, die dich geholt haben. Uff. Ja, ja, die haben dich gesehen. Auch ja, aber es waren halt oben auch noch welche. Ich glaube, da hätte ich gar keine Chance gehabt sonst. Oder so. Hast du Hilfe? Ja, komm. Der ist einen Stockwerk höher. Ah, 66 HP, der steht immer noch und guckt die Treppe runter. Schön. Ich, aber bist du Medic? Nee, ja, da ist einer. Nee, ich bin geswitcht. Achso. Naja, ich spawn bei dir. Alles gut. Ich habe jetzt halt den Pionier dabei. Das ist zwar unnötig, aber ich habe hier die MK11 mit. Aber ich bin ja im Grunde genommen auch am Snipen. Du bist, hängst jetzt auch in so einem Geschütz rum. Jo. Uiuiui. Dann nehme ich mir das dritte im Bunde. Ha. Aber das Problem ist... Eins. Aber hier, von hier aus sehe ich halt keinen CP so wirklich. Ja, nee, ja, ich okay. Auch nicht. Und der Typ in der Mitte hat halt den Jackpot. Ja, ich gehe einfach rüber. Es wäre cool, wenn man auf an A auch irgendwie hochklettern könnte. Ich gehe nochmal hoch zu A, oder haben die das? Auf dem, ja, gegenüber. Also von hier aus kann man ja eine Menge Leute absnipen, glaube ich. Das ist sicher was für dich. Warum geht denn keiner anders MG? Jungs. Mensch. Weil da wahrscheinlich jemand gerade rausgesniped worden ist. Gucken, wann dir das auch so ergeht. Ja, ja, da schießt schon einer auf mich. Mhm. Wenn der ordentlich trifft, dann ist es vorbei mit dir. Ich vertraue auf die Medics, die hier sind. Mach ein bisschen Suppression. Ist das immer noch so wie in Battlefield 3? Mit Suppression, ja. Ja, okay. Steig mal ganz kurz aus für eine Sekunde, dann kann ich bei dir spawnen. Danke.
Weil, wenn ich jetzt bei dir spawnen würde, wenn du da drin bist, dann steht da Fahrzeug voll. Interessantes Fahrzeug, in dem du da sitzt. Ja. Ich mache halt nur Punkte, dadurch, dass ich Leute spotte und alle anschieße. Ja, Suppression und Kill Assist und so ein Zeugs. Ja klar, damit kann man natürlich auch eine Menge Punkte fahren. Ah, fick! Oh, von hinten kommt einer. Ich hab doch eben gesagt, pass auf, vielleicht kommt einer von hinten, dann ist es ja, ja klar, das so funktioniert das irgendwie immer in dem Game. Oh. Ja, aber die Map ist echt nicht wirklich spaßig, weil die ist so offen auf den Dächern und vor allem hast du halt die Möglichkeit, wenn du nicht auf dem Dach bist, unten rumzulaufen und dann hinter jemanden zu latschen. Was ein Medic? Ja. Ein bisschen, ja. Da hinten liegt eins. Ah, da hinten. Alter, wie weit hast du das Ding geworfen? Ja, ich wollte es dir in die Türe reinwerfen. Wirf zuerst mal über die halbe Map leben. Das ist der Typ, den wir eben anvisiert haben. Shit. Er liegt direkt immer noch da. Ja, ja. Nice. Er ist down. Ah! Bleib mal kurz am Leben. Jetzt kann ich nämlich joinen. Hab zwei. Unten ist einer markiert. Bei der Autobahnbrücke? Ja, ich hab einen Einer ist down. Und wo sehe ich dich denn? Oben. Ja, ich sehe ihn. Hab ihn. Einer ist runtergejumpt, der könnte jetzt bei mir wieder rauskommen. Ja, ja. Ah, oh, von beiden Seiten. Ich war alleine. Oh, in dem, eins über ganz oben. Eins unter ganz oben. Hab sind drei. Zwei. Ist noch einer, ja. Wow, wir haben es echt rumgedreht. Ich glaube, wir haben das auch einigermaßen klug am Schluss gespielt und haben uns nicht zu sehr auf die Häuser verkämmt, sondern ich wusste, hätte nicht gedacht, dass das Parkhaus unser Sieg sein könnte. Das zu verteidigen. Ja, nee, ohne Shit, weil das ist eigentlich ein sehr blöder... Ich meine, alle CPs auf der Map sind blöd, jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, aber ich hätte gedacht, der CP wäre nicht gut genug. Nice. Golmud, also ich würde sagen, wir wechseln den Server. Warum ist die Map scheiße? Die Map ist wahrscheinlich die schlechteste Map im ganzen Spiel. Aber die spielen leider viel zu viele Leute. Ich hasse diese Map abgrundtief. Ich kenne sie nicht, keine Ahnung. Mir ist ja, gut, wir können sie einmal spielen, damit du so Bescheid weißt, warum ich sie hasse. Aber die ist. Alter, ich sehe bei dir im Stream, wie schnell das lädt, ne? Ja. Die ist zu offen. Da wird eigentlich immer nur um A und B gekämpft. E, F und G sind völlig useless an CP, als CPs. Oh, das wäre natürlich lustig, wenn die Panzer ausgestellt worden sind. Ja, weil bei uns im Spawn standen offensichtlich. Keine Panzer. Ja, nee, offensichtlich gibt es keine. Okay. So, herzlich willkommen. Mein Name ist Shintoras und this is Jackass. Ich fahr grad mal zu E. Ich treff halt wirklich nur Shit. Wo ist der nächste Kommandoposten? Aber du fährst wieder zurück in den Spawn. Nee, ist nicht unser Spawn. Mach den kaputt! Ich sagte doch. Help. Ja, tschüss. Ah, da kommen die Gegner, dahin ist die Base von denen, glaube ich. Ja, ich glaube, du hast die Base erwischt. Ja, geh raus. Kannst ihn ja überfahren. Ja, aber. Hinter uns sind welche hinter uns. Ja, ich bin aber tot, er hat mich erschossen. Ja, ich auch. Wie, Moment, du hast ihn dann überfahren, nachdem du tot warst mit dem Auto, oder was? Ja, aber bei mir stand noch Kill, Roadkill, nice. Dann der Name. Ich bin bei F aus Versehen gespawnt. Ja, dann weiß ich, wo ich nicht spawnen sollte. Da kannst du alleine wieder weglatschen von. Das könnte sehr, sehr unangenehm werden hier. Ja, rein da. Rein in die Olga. Ja, hier, der CP wird halt schon gecapped. Ich bleib mal im Haus drin. Oh lol, ich hab irgendjemanden getroffen, den ich nur so halb gesehen habe. Sehr gut. Weil das Haus hier stürzt gleich ein. Ich kann einstürzen. Ja. Guck. Eieiei. Aber jetzt kann man wieder reingehen, oder?
Ah, ich glaube, in Bad Company habe ich auf Steam, glaube ich, auch schon wieder irgendwie 100 Stunden oder so, weil es ein so unglaublich gutes Game ist. Also, ich habe mehr Spaß daran als Battlefield 3 und 4 zusammen. Okay. Auch wenn es inzwischen ein bisschen clunky wirkt, weil man halt nicht schräg laufen kann, beispielsweise. Ah, hallo, kann ich mal lieber den Zaun drüber? Was ist da denn los? Da ist ganz viel in dem Haus. Ich hab keine Ammo mehr. Ah! Ich denk nur so, hey, wieso geht da nichts? Au. Was ist das denn hier für eine Bombe? Ah, ich habe jetzt irgendwas hochgehen lassen, glaube ich. Aber ich weiß nicht genau was. Irgendwo hat es Kaboom gemacht in der Entfernung. Auch gut. Habe ich kein Problem mit. Battlefield goes boom. Wo schießt du denn hin? Achso, da kommt einer rein. Hast du den überhaupt gesehen? Ja. Ich habe den gesehen, der hinter dem lag. Ah, ich schlag mich nicht schlecht, aber es ist immer noch einfach viel zu viel los auf der Map. Und es ist halt alles wirklich nur A, B und manchmal C. Das hast du doch inzwischen auch gemerkt, oder? Ja. Deshalb ist die Map kacke. Und jetzt stell dir die Map mal noch mit Tanks und Helis vor. Das wäre voll cool. Das macht die Map nicht besser. Leider. Doch, wenn du im Heli bist, schon. Ja, schon. Nur wenn irgendwie 10 Leute am Spawn campen den ganzen Tag, nur damit sie den Heli bekommen. Ja, ich krieg ja voll auf die Fresse von allen Seiten. Lol, ich hab den Typen da oben geholt, ohne ihn so wirklich zu sehen. Noch einen über mega krasse Distanz. Also langsam bin ich, glaube ich, warm-upped. Ja, ich muss unbedingt nochmal Bad Company 2 starten. Das ist so ein gutes Game. Vielleicht probieren wir die Tage mal aus, ob wir das zusammen spielen können mit den beiden Versionen. Ja, das wäre auf jeden Fall cool. Weil das Spiel ist einfach nur Nostalgie-Trip für mich pur. Ich meine, Battlefront ist im Grunde genommen auch Nostalgie, aber für mich halt inzwischen auch wieder competitive. Aber Bad Company 2 ist halt immer nur geil. Man kann übrigens das Vietnam-DLC kostenlos spielen. Das muss man sich nicht runterladen. In Bad Company 2 meinst du? Genau, da die Server sind gemoddet. Bedeutet, du lädst halt, glaube ich, die Map in Echtzeit einfach runter beim Joinen. Und musst das DLC weder gekauft noch installiert haben. Na, solange das legal ist. Ja. Nicht, dass mein Origin-Account dann gebumst wird. Nee, also ich habe da auf den Vietnam-Servern auch schon gleich meine 30 Stunden oder so gelassen. Okay. Weil ich die Sniper, die M40, da so gut finde drin. Kannst du dich noch damals an Battlefield erinnern, wo das Infrarot so übelst OP war? Hier gibt's auch ein Infrarot, was übelst broken ist. Das ist das Zweifach-Infrarot. Das Einfach-Infrarot wurde halt zu Tode genervt. Ich weiß nicht, ob die das damals in Battlefield 3 nicht auch irgendwann am Schluss genervt hatten. Oder war das bis zum Schluss so gut? Ich erinnere mich dran, schon war. Ja, das Zweier ist so gut. Das habe ich immer halt auf der Mark 11 drauf. Und damit kannst du so abgehen. Ich meine, du siehst es ja im Stream, wie ordentlich das auf Distanz markiert. Wir sehen gleich zu Ende. Ja, wir haben fett verloren. Unglaublich, wie wir verloren haben. Wow, ja. Ja, die Map ist kacke. Die Map ist kacke, sehe ich ein. Außer du bist im Helikopter und... Ja, okay, gut. Klar, wenn du so einen Fast Vehicle Respawn Server hast, klar. Und ich bin... China. Chinese. Ching Shang Chong, Chinese im Karton. Ach nee, das ist der Transport-Heli. Ach, Scheißdreck. Ey, wenn du einen guten Piloten hast und an der Seite bist, mit der... Achso, der hat gar keine Waffen an der Seite. Nee, das ist der Transport-Heli. Ja. Ich meine, es gibt ja Transport-Helis mit Kram, aber der hier hat gar nichts. Er ist eigentlich... Oh, an die Map kann ich mich sogar noch erinnern. Ehrlich? Nice. Ich glaube, das war die Map, die in der Beta auch drin war. Ja, ganz genau. Da habe ich sie nämlich gespielt. Ja, also ich bin immer noch am Join, nur so nebenbei. Ich bin hier direkt hinterher. Ich spiele hier so ganz gemütlich vor mich hin und werde wahrscheinlich sterben. Ah, Kampfgebiet zurück. Dann machst du. Es war so knapp, Mann. Ich wollte nicht in dem Kack-Heli bleiben, weil der nur Scheiße zusammengeflogen hat. Tja, schade, Schokolade.
Kannst du dich noch an Battlefield 3 Close Quarters erinnern? Ziemlich ja. Power. Oh, das hat so Bock gemacht, das Zocken. Ja, ich meine, ich hatte eine Zeit lang auch Battlefield 3 installiert, aber das hat sich halt einfach irgendwie nicht so ordentlich angefühlt, das Spiel. Boah, wie lästig. Ja, da sind jetzt ganz viele Gegner. Boah, sind die lästig, die da oben stehen, Mensch. Unglaublich. So, was nehmen wir? Was bleibt übrig? Die Base. Ey, ich hab mein RPG doch noch abgeschossen. Was ist denn jetzt faul? Mann. Der Typ steht halt wahrscheinlich immer noch da oben. Hallo, kann den mal jemand holen? So, das steht schon seit 10 Minuten da irgendwie. So viel Kleinkram, der hier einfach völlig übersehen worden ist bei E. Okay. Ah, oh, nächste Map, Langkang Damm. Die ist auch kacke. Gibt so viele coole DLC-Maps, aber nicht so viele coole Vanilla-Maps. Wait, ist die AA deaktiviert oder habe ich irgendwie die falsche Waffe dabei? Wait, die AA ist deaktiviert. Hahaha. Ja, die Map macht mir so wenig Spaß, die spiele ich eigentlich immer nur auf der. Nur in der AA. Weil ich die halt schnell vorbei kriegen will. Ja, mies, okay. Dann halt keine AA, so ein Blödsinn. Ich bin immer am Überlegen, ob man das Stinger mitnimmt oder nicht, aber die Stinger ist eigentlich fast useless, so oft wie die Fahrzeuge Smoke haben. Ja, die haben immer Flares und Smoke. Rechts oben, glaube ich. Hier irgendwo. Ja, da. Wo ich hinschieße. Da. Da. Ja. Da drin ist jemand. Der ist aber vielleicht noch. Ist der auch schon dead, keine Ahnung. Obwohl, nee, wird immer wieder eingenommen. Er ist immer auf den Block gefahren. Ich meine, ich kann ja mal hochlaufen, aber jetzt haben wir es auch wieder. Ja, aber wenn ich jetzt wieder rausfahre. Schauen wir mal. Gut. Ja, Tatsache. Na komm, ich lauf mal hoch. Ah, wir werden angeschossen. Das ist ein Heli. Der Typ schimmelt doch irgendwo hier. Hey, was kann doch eigentlich nicht sein? Wo ist der denn? Oder ist der wirklich schon dead? Also ich sehe hier niemanden mehr. Von E aus sind einige am Start. Der Jet crasht in E rein. Sehr spannende Sache. Aber ich farm so ein bisschen das, was von E aus noch kommt. Ich repariere hier einen Panzer. Zwei Leute down. Baue ich noch was? Da ist ein Tanker. Nice. Schöner Win. Schöne paar Runden. Ja, ich hab tatsächlich ja mein Joystick immer hier rumstehen jetzt. Aber ich hab irgendwie nie die Steuerung für Battlefield belegt. Also ich bin noch nie Heli oder Jet mit dem Joystick geflogen. Immer nur mit Maus und Tastatur. Shame on me als Flugsimulator-Spieler. Ja, zeitlich. Ja, zeitlich wird's heute bei mir eh nichts mehr. Ja, das ist klar. Ja, ich meine, wenn du Bock hast, kannst du ja immer reinschauen.